Jo, moin. Da ja bekanntlichermaßen ein Fendt-Motor so gut wie alle Moderation übertönt, habe ich mir gedacht, mache ich es jetzt einfach mal als Overdub in der Nachvertonung. Heute geht es nämlich rein touristisch von Burg über den Kanal Richtung Äbtissin-Wisch. Und dort gibt es die tiefste Landstelle Deutschlands. Ja, da hatte mich ein User darauf aufmerksam gemacht, ein Zuschauer, der meine Reise mit dem Fendt von Goslar nach Dithmarschen gesehen hat und sagte: Hey, das geht ja mal gar nicht. Du kannst ja nicht einfach so da lang fahren, ohne dass du an der tiefsten Landstelle halt machst. Recht hat er. Hier sieht er übrigens eine dreckige Motorhaube. Ich muss mir echt mal einen Hochdruckreiniger anschaffen. Das geht so nicht. Die Kiste sieht ja immer noch aus wie im Winter. Das sind Sägespäne und Staub vom Feinsten. Ja, die Kiste sieht aus wie die letzte Rotte. Aber gut. Fährt, Luftfilter ist sauber. Technische Inspektion, alles auf dem neuesten Stand. Obwohl, könnten auch mal wieder abschmieren. Naja, sei es wie es sei, Brennholzsaison steht vor der Tür, geht auch wieder los. Hier erstmal hier die touristische Fahrt durch das Moor vom Kleefhang zum Nordostseekanal und zur Fähre. Ja, Fähre. Ja, der Nordostseekanal lässt sich ja an einigen Stellen per Brücke queren. Oder auch wie in diesem Fall hier per Fähre. Kannst du auch mit dem Trecker drauf fahren. Kostet nichts für diejenigen, die da nicht wohnen. Nochmal als Info. Der Fährbetrieb ist kostenlos. Freundliches Winken wird vorausgesetzt. Das gehört sich so. Freundlich grüßen. Und an sich tolle Sache. Ja. Ja, das ist schon geil. Erneut haben wir hier ein Trecker-Video mit Containerschiff. Sehr geil. Das ist das Schöne, wenn man in Dithmarschen wohnt oder auch in Steinburg. Du hast den Nordostseekanal vor der Tür und du kannst natürlich dann entsprechend hier sowohl Schiffe angucken, als auch mal, wenn du nicht gerade in Norderdithmarschen wohnst, kannst du auch mal in den Wald fahren und so. Tolle Sache, landschaftlich schön. Und Schiffsverkehr, also ich kann mich ehrlich gesagt ja auch nie so recht entscheiden. Ich bin ein totaler Waldmensch, mag aber auch Feld und auch Seefahrt finde ich geil. Also wenn ich immer auf zwei von diesen drei Sachen verzichten müsste, würde mir echt was fehlen. Und insofern, hier habe ich alle drei zusammen. Perfekt, besser wird's nicht. Ja, sehr geil. Lass mal die Bilder hier mal ein bisschen wirken. Ohne großen Text. Trecker mit Bugwelle gibt es auch nicht so oft.
die Südseite des Nordostseekanals. Wir nähern uns Äbtissinwisch und ja, schnellen Reifens geht es näher an die tiefste Landstelle der Welt, hätte ich beinahe gesagt. Nee, an die tiefste Landstelle Deutschlands, die sich da befindet. Coole Sache. Hier sieht man auch wieder ja, so typische Moorlandschaft, also kultivierte Moorlandschaften. Grünlandwirtschaft, ganz klassisch. Birken als Straßenbegleitgrün, eignen sich auch perfekt für den Boden. Ja, schöne Sache. Ein paar Gräben mit Schilf und da sind wir schon an der tiefsten Landstelle. Mal gepflegt einparken erstmal. Da ist das Schild. Tiefste Landstelle Deutschlands. Ja, das gucken wir uns mal näher an, wa? Da sind wir. Tiefste Landstelle Deutschlands. Ja, ein User hatte mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht sein kann, dass ich da dran vorbeifahre mit meinem Schleppertransport und das gar nicht würdige. Da hat er auch recht. So, wir befinden uns hier, wie man am Wappen erkennen kann, in Neuendorf. Sachsenbande, das mit dem Knoten und der Windmühle. Ja, tiefste Landstelle Deutschlands. Parkplatz nur 2 Stunden mit Parkscheibe. Aua, aber obwohl es ja nach 18 Uhr ist, ja, es geht ja schon fast auf 21 Uhr jetzt. Ja, also unser Standort ist da. Das heißt, wir sind jetzt so circa 3,54 Meter unter normal Null. Das hier ist die Gemeinde Neuendorf, Sachsenbande. Kann man sich ungefähr vorstellen, wo das ist. Gesehen haben muss man das mal. Ich finde das schön, dass solche Orte auch Würdigung finden. Hier haben wir noch so ein paar technische Schmankerl. Artesischen Brunnen, kein Trinkwasser, da würde ich mich dann auch dran halten. Ein Pferd oder eine Kuh macht es wohl vertragen. Ja, wie das Ganze funktioniert, ist hier zu sehen. Ja, das Grundwasser hat Überdruck, was natürlich auch logisch ist, weil wir hier so weit unter Null sind. Na gut. Das heißt also, das umliegende Grundwasser befindet sich in relativ dichten Schichten. Und deswegen kommt das dann hier an die Oberfläche, weil es sonst nirgendwo hoch kann. Ja, liebe Besucher, halten Sie diesen Platz sauber. Schön, dass es da steht, aber ich finde es schade, dass man dran schreiben muss. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Dann hier eine Rasthütte. Das heißt, auch wenn es regnet, ist das hier mal eine Reise wert. Ja, tiefste Landstelle und so weiter und so fort. Viele Informationen dazu. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das könnt ihr euch selber angucken. Hier seht ihr den örtlichen Vermessungsbeauftragten, ja, Herr von und zu Schaf. Ja, das Ganze nochmal auf einer größeren Karte
eingeordnet. Wilstermarsch. Hier ist Burg, da sind wir heute gestartet. Dann über die Fähre, das habt ihr gesehen. Dann Äbtissin Wisch, also die Wiese der Äbtissin. Da sind wir dran vorbei und durch. Und hier ist schließlich und endlich die tiefste Landstelle. Ja, Wilster und so weiter und so fort. Itzehoe kennt man auch. Brunsbüttel, alles bekannt. Ja, in dem Sinne, guckt euch das ruhig mal an, das lohnt sich. Also, ich finde das immer ganz gut, wenn man sich in seiner Heimat ein bisschen auskennt. Oder wer nicht von hier ist, der kann sich das auch mal angucken. Hier, schönes ist ein Denkmal, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie hier einen schönen Eichenpfahl oder was das ist, haben sie hingestellt. Hier ist die Linie normal 0. Und ja, auch nochmal hier einen schönen Holzschnitt. Ja Mensch, das finde ich gut. Hier wird was gemacht, hier wird was unternommen. Oh ja, da haben wir, ach, das kann man jetzt nicht lesen. Ganz oben das Schild, gibt die Elbdeichhöhe an, steht da drauf. Au, hau, ha, dann sind hier die Fluten. Ganz oben, 3.1.76, 6,16 Meter Flut. Das nochmal als Perspektive, ja. Hier, ne? Fenthöhe. Fluthöhe. Also wenn du nicht den Fent als Yellow Submarine oder in diesem Falle Green Submarine à la Beatles haben möchtest, dann musst du hier schon ganz schön die Luft anhalten. Dann 17.02.1962, die ist das Schild da drunter. 5,83 Meter und so setzt sich das fort. 81, 5,50 Meter, 76, 5,37 Meter. Hauaha, dann 1990, 5,33 Meter. Ja, 1825, 5,30 Meter. 1916, 4,32 Meter. 1936, 4,22 Meter. 1843, 4,16 Meter. Sturmfluthöhen. Habe ich jetzt schon ein bisschen Bedenken, ne? So als Dithmarscher, der ja auch, ich wohne ja an der Geestkante, am sogenannten Kleefhang, da kriege ich ja fast schon so ein bisschen Bedenken, ne? Aber wird schon klappen. Naja, in dem Sinne, ich wollte euch das mal hier zeigen. Tiefste Landstelle Deutschlands. Jawohl. Finde ich gut, dass das hier angeschrieben ist. Finde ich gut, dass die das hier zeigen. Das ist doch mal was Interessantes. Tolle Sache, das. Ja, und landschaftlich natürlich der Hammer. Ja. Also hier oben auch noch mit dem Storchennest. Toll. Dann die hinter Bäumen gut windgeschützten Höfe. Hier unten in den Moormarschen. Toll. Mit Kühen. Ja, in dem Sinne. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert fleißig. Und immer schön in die Kommentare schreiben. Freut mich, von euch zu hören. Lasst es euch gut gehen. Wünsche euch noch einen schönen Restsommer. Und ja, ich muss mal zusehen, dass ich noch ein paar Videos aus dem Winter verarbeite. Das passt ja jetzt ganz gut im Sommer. Ich habe ja noch genügend Material vom Holz machen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie es dann weitergehen könnte. Ich muss mich auch dringend um den 108er Fendt kümmern. Das wisst ihr alle. Das ist so ein bisschen der wunde Punkt. Aber die Zeit ist einfach unter der Arbeit nicht da. Das ist einfach nicht machbar. Aber gut, ich muss sehen, irgendwann muss er ja mal wieder auf Räder. Das geht ja so nicht. Der kann ja nicht dauerhaft auf Böcken stehen. So, in dem Sinne, like und subscribe, kommentiert fleißig, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Ich wünsche euch eine schöne Woche und einen schönen Monat und so weiter und so fort. Bis denne. Tschüss.